Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mad Games Tycoon. Ja, das ist jetzt die zweite Folge der Aufnahmesession. Wir haben zwei neue Spiele in Entwicklung. Einmal den neuen Rambo-Teil, den sechsten nach einer längeren Pause, und The Bard's More Adventure, quasi das ist der dritte Teil der Serie, den wir rausbringen. Unsere Teams sind alle fleißig am Arbeiten. Dann werden wir hier mal einstellen, die ganzen Gameplay-Verbesserungen. Und werden hier mal anfangen, für The Bard's More Adventure Spielbalance, Spielmechanik, werden die machen. Hier werden wir machen Performance und Level, und die hier machen dann Steuerung und User Interface. So, genau, die sind dran. Die werken noch. Da müssen wir dann noch die anderen Stufen einstellen. Wir müssen halt schauen, dass wir da schrittweise alles durchmachen. Das Gute ist, da wir mehrere Abteilungen, da wir jetzt überall vier Abteilungen haben. Sound, Grafik, Motion Capturing, haben wir natürlich die etwas besseren Möglichkeiten. Wobei Motion Capturing eventuell sogar vielleicht noch mehr oder größere Teams interessant wären. So, The Bard's More Adventure. Okay, da arbeitet noch wer, das heißt, dann könnte man die bei Rambo ransetzen. Sollen die mal Animationen, ja, sollen die mal sich um die Animationen kümmern. So, die machen noch World of Fantasy, die letzte Stufe. Geldmäßig nur bei 370 Millionen. Das heißt, da könnte man auch mal wieder schauen. Was hätte man denn gebraucht insgesamt? Gut, wenn wir es in der Konstellation machen, mit alles auf Stufe 5, sind wir knapp dran. Genau, dann haben wir hier den stärksten Chipsatz. Controller ist halt für die fünfte Generation. Da gäbe es den sechsten, aber wir haben kein Gehäuse, nichts dafür. Ja. Das heißt, das glaube ich ist eh gut, die Blue Disc. Dann fehlt wirklich nicht mehr viel, 382 Millionen, wir haben 370. Das heißt, da könnten wir dann auch bald was angehen. Was natürlich auch heißt, wir brauchen natürlich dann auch ein entsprechendes Team, das wir an die Konsole dann ransetzen. Und forschungstechnisch hätten wir schon den neuesten Controller. Aber es kostet halt 10 Millionen. Ich meine, das wäre der Controller, wenn man sich den anschaut, Xbox 360 Controller. Und Xbox 360 ist ja aktuell auch draußen. Wäre eine Überlegung, den zu nehmen. Das würde natürlich wieder bedeuten, es dauert etwas länger und wir haben höhere Kosten in der Entwicklung. So, unser kleines Team, die könnten mal wieder ein Update machen. Gut, da sind wir gut aufgestellt, Delfino Online Wrestling. Machen wir ein Update, ich würde sogar sagen, wir machen diesmal mal ein Grafik- und Sound-Update. Jetzt haben wir auch immer Gameplay gemacht, das braucht man glaube ich mittlerweile nicht mehr. Fan-Kampagne, machen wir eine Highscore-Meisterschaft.
So. Video Game Boom plus 50% verkaufte Spiele. Das ist natürlich super. Mechanic Soldiers, der zweite Teil, 937.000, das nehmen wir natürlich mit. Es gibt einen neuen Kopierschutz. GameCube ist vom Markt genommen worden. Gut, Kopierschutz. Das nehme ich immer mit. Ich weiß, viele, die das Spiel machen, oft machen es nicht, weil sie sagen, Kopierschutz wollen sie nicht. Aber ich denke mir, wir wollen ja auch Geld machen, um das zu verschenken. Weil hier halt die Mechaniken halt doch etwas anders greifen, als vielleicht in echter Weise der Fall ist. Wir haben noch bei Delfina Online Racing noch 68.000 Downloads. Mal schauen, ob die nochmal raufgehen, nachdem es jetzt einen kleinen Boom gibt bei Videospielen. So, die hier sind fertig. Animationen, World of Fantasy kann man nichts mehr machen. Bart's Moor Adventure. So. Machen wir es mal so, dann sollen die drei Stufen hier mitnehmen. Und dann machen die hier Bart's Moor Adventure, genau, die sollen sich um die Sachen kümmern. Dann teilen wir das ein bisschen auf. Ich werde auch, damit wir unser MMO mal schneller rausbringen, mal... Das müssten die sein, oder? Genau. Wenn man da so viel hat, dann sieht man da also nicht nur mit den zuweisen Schilder, wenn man so viele Räumlichkeiten hat, wer eigentlich wo dazu gehört. Es fehlt nur noch eine Stufe beim Motion Capturing, dann wären wir da nämlich durch. So, die Kampagnen sind alle durchgelaufen. 376, 383. Wobei, wisst ihr was, wie ich werde es. Das Geld läuft aktuell sehr gut. Ich werde den Controller mal erforschen, um dann zu schauen, was der kosten würde. Und vielleicht kommt ja mittlerweile das Gehäuse noch dazu. Und es schaut halt wirklich schon eben nach der Generation aus, die von der Konkurrenz quasi schon draußen ist. Nur selber irgendwie müssen wir ein bisschen länger warten auf die Sachen. Vielleicht, wenn wir einen Controller forschen, vielleicht kommt dann auch das Gehäuse angeboten. So, Delfino Box Champions. Da kann man immer noch verkaufen. Da habe ich erst 100.000 produziert. Gut, dann machen wir noch 100.000. So. Hier gibt es Publisher-Angebote. Oh ja. Six Kings, zweiter Teil, 4 Sterne, wir kriegen 48% Gewinnanteil von Rockstar Games. Das machen wir doch. Wenn wir nichts machen, kriegen wir $7. Da würde ich sagen, machen wir eine schwarz-weiß Anleitung und geben noch ein Poster dazu. Also jetzt habe ich gar nicht geschaut, was wir preislich verlangen. Prozent, 78%, also vom Spiel selber her ganz gut. Können wir auch mal schauen, für was die so entwickeln. PC, Mac, PlayStation 2 und für ein Game Boy Advanced. Sagen, Spiel produzieren 50.000. Das Gute ist ja, können wir hier noch mal nachschauen. Wir haben $19. Das war ein gutes Spiel, also ich würde schon 29 verlangen.
Kann ich da jetzt eigentlich noch was... Ah ja, da könnte ich sogar noch was dazu tun. Weiß noch nicht im Verkauf, dann geben wir noch Spielkarten dazu. So. So, hier rennt alles. Da, die sind auch fleißig. Der Evil mit unserer Sport-Engine gemacht worden, kriegen wir 639.000. Sea Commander, der zweite Teil, Arcade-Engine kriegen wir 520.000. Arcade-Engine ist lizenziert worden. Also das rennt auch ganz gut. Dann könnten wir hier ein Update für unser Publisher-Spiel ja machen. Gameplay... Grafik. Ja, machen wir noch ein Grafik-Update dazu. Und ich spendiere mir noch eine kleine Kampagne. Zumindest in den Zeitschriften. Ein bisschen Werbung, das ist okay, denke ich mal. Kampagne. Das werden wir dann noch umstellen, nachdem die Mad Games Award draußen sind. Wir haben es wieder geschafft, Studio des Jahres und wir haben das Spiel des Jahres. Das heißt, 8500 neue Fans haben wir dazu bekommen. Automatisierung, wir werden überhaupt das Marketing mal abbrechen. Brauchen wir nicht. Einmal reichen, dann schauen wir mal. 38.000 haben wir verkauft. Okay, das rennt doch ein bisschen besser als ich dachte. 38.000, dann werden wir da auf jeden Fall 100.000 noch produzieren. Delfino Box Champions verkauft sich auch immer noch mit 24.000. Das heißt, da werden wir auch nochmal 100.000 nachproduzieren. World of Fantasy, da sollte man eigentlich auch noch, da ist der Hype relativ niedrig. Das heißt, da sollten wir auch mal nachlegen mit einer Fernsehkampagne. Damit die Leute so richtig gehypt sind auf das Spiel. Was sagen die Finanzen? 384 Millionen. Einige Fans hätten sich mehr Funktionen bei Six King gewünscht beim zweiten Teil. Ich meine, ist immer gut zu wissen, so Sachen. Falls wir mal, was wir auch schon getan haben bei den einen oder anderen Spiel, sagen, okay, wir machen jetzt selber quasi eine Fortsetzung. Die setzen wir schon mal beim Rambo auf die Spielbalance und Spielmechanik an. Machen wir das nämlich auch gleich durch. Da fehlt auch nicht mehr viel, die sind ja mittlerweile auch schon gut eingearbeitet, die Teams. Ich werde mal komplett das durchmachen. Performance Level und dann die ganzen Teams dran setzen, die Bugs bei den beiden Spiele zu entfernen. Aber wir sehen, wir verkaufen eigentlich immer noch recht gut. Delfino Online Wrestling haben wir 104.000 Downloads. Man sieht auch, die sind aktuell gestiegen. Hängt auch mit diesem Boom zusammen, der uns natürlich hilft. So, Steuerung, User Interface. Bye.
Schauen wir mal, was am Ende rauskommt bei World of Fantasy, wenn die mal durch sind. Und natürlich auch bei den anderen Spielen. Wie gut die ankommen werden, die neuen, die in der Entwicklung sind. So, unser Fan-Team, den könnten wir auch mal wieder einen Auftrag geben. Wir machen eine Spieleverlosung. Das kommt auch immer gut an. Offene Bestellungen. Unser Publisher-Spiel, die können wir noch was nachproduzieren. Nur Box Champions, da reichen die Zahlen noch. Delfino Online Wrestling, da haben wir auch noch 82.000 In-App-Verkäufe, 907.000 aktive Spieler, 5,59 Millionen. Also das rennt auf jeden Fall auch ganz gut. Ah, hier sind wir gleich durch. So, die haben nichts mehr zu tun. Das heißt, wir könnten schauen, was wir mit denen machen. Rambo. Und da haben wir die Aufträge. Bart's New Adventure haben wir die Aufträge laufen. Das heißt, die haben aktuell wirklich nichts zu tun. Kriegen wir noch was? Soul in the Nobody, 1,68 Millionen. Das nehmen wir natürlich gerne. Wir haben jetzt über 400 Millionen am Konto. So, der Hype ist nicht hoch und durch die Fernsehkampagne kam irgendwie auch nicht viel mehr. Das hat mich irgendwie gewundert. Marketing. Schauen wir noch einmal. World of Fantasy ging da irgendwie nicht mehr, ich weiß es nicht. Dann kann man hier auch noch, sondern auch noch mal großes Marketing machen. Kann man da eigentlich auch beide einsetzen. Dass wir das noch ein bisschen zumindest hochbringen. 18. Ich meine, dafür, dass quasi unser erstes MMO ist, ist natürlich nicht viel. Aber was können wir denn da, wenn wir da einmal so eine Kampagne durchlaufen lassen, dann sind wir gleich auf 30. Ja, ich würde sagen, wir bringen es mal raus. Unser erstes MMO in der Geschichte unserer Firma. Wir kriegen auch einen Stern bei Grafik und bei Technik. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn wir uns da verbessern. So, was machen wir denn? Eine Anleitung. Sie kriegen ein Poster. Wir geben ihnen ein T-Shirt dazu. Interessant, das ist doch ein MMO, das heißt, wir haben doch da monatliche Kosten, können aber trotzdem einen Preis festlegen. Das ging beim Free-to-Play gar nicht. Da konnte man das nicht machen. Dann würde ich sagen, kriegen sie noch Aufkleber dazu. Preislich würde ich es mit 39 festlegen. Ja, wir haben einiges am Beiwerk. So, Fantasy, ein Stern, Xbox, die neue, der dritte Stern, PlayStation 3 ist unser erster Stern. Rollenspiel und Fantasy sind wir die einzigen. Gutes Zeichen. Lass uns zusammenspielen, neue Steamer-Mannschaft. Okay, wir kommen auf jeden Fall auf über 80, das ist gut.
Wir kriegen das eine hohe 80er Wertung zustande. 89%, was war nicht so gut? Steuerung und Gameplay, da müsste man nachsetzen. Grafik, Sound ist gut. Wir haben wieder den Spielspaß Award, Grafik top, Sound top. Und wir haben auch ein Lob für den Packungsinhalt. Das heißt, wir werden hier mal produzieren. 500.000. Bei dem anderen Spiel sehe ich, da müssten wir auch nochmal nachproduzieren. 100.000. Und ich würde sagen, weil es das erste MMO ist, werden wir auch gleich noch was nachliefern. Gameplay-Verbesserung und Technik-Update zum noch nachwerfen. So, das rennt, das haben wir hier, Black Ninja, 1,18 Millionen, das kann sich auch sehen lassen. Genau, jetzt möchte ich hier eigentlich noch schauen, es gibt ja mittlerweile den neuen Controller. Wie viel ist die Konsole teurer? Doch erheblich, wenn man sich das anschaut. Generation 5 382.000. Generation 6 mit dem neuen Controller 430 Millionen. Da ist eben die Frage, bringt es das mit dem neuen Konsole, mit dem neuen Controller? Wir haben hier ja nur alles. Sind alles Handheld-Sachen. Ich weiß halt nicht, kann man das irgendwo nachschauen? Wir haben ja Lizenzen, Dev-Kits erwerben, veröffentlicht. Sieht man das eigentlich irgendwo, wenn man da reingeht? Was für eine Generation das jeweils ist. Nicht wirklich. Macht es Sinn? So, kann man hier irgendwo noch was tun? Hier nicht. Rambo auch nicht. Das heißt, wir müssen das jetzt wirklich selber durchziehen. 23 ist die Frage, wollen wir da wirklich schon an die Entwicklung rangehen und bleiben auf Generation 5 oder gehen wir auf Generation 6? Aber da haben wir halt kein Gehäuse dafür. So, hier wollte ich denn mal so einen kleinen Auftrag geben. Auftragsarbeit, genau, machen wir sowas. Konzept überarbeiten. Ja, wir haben 2008, ich weiß auch nicht, wann zum Beispiel das neue Gehäuse kommen würde. Für die sechste Generation. Schon ein Unterschied, ob man den Controller oder den sind 50 Millionen, die wir mehr zahlen müssten. Wieso? Das könnten wir uns leisten, 382 Millionen. Mit Bluedisk. 4 GB Speicher. Wisst ihr, ich wäre, werden wir sowas machen? Ja, ich mach's. Delphion. Ist die Delphion Box. Und ich werde es wirklich jetzt entwickeln lassen. So. Da
Das heißt, was brauchen wir hier? Gute Programmierer. Der Bart's More Adventure, einer der Sound-Spezialisten, hat in einer seiner alten Bibliotheken noch ein altes Musikstück. 53 Punkte, nicht schlecht, nicht? Wir suchen Programmierer. Ah, da gibt es sogar gute Leute eigentlich. Wie viel braucht man für die Abteilung aktuell? 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Leute. Gut, dann machen wir doch das. Wir nehmen uns einfach die besten Programmierer, die am Markt gerade verfügbar sind. Stellen die mal ein, geben ihnen aber gleich noch einen Kurs. Und zwar erfolgreich programmieren. Sollen die noch mitnehmen? Damit die da noch ein bisschen besser werden. Zuerst hatte ich überlegt, ich nehme einfach die besten Programmierer, die ich habe, aus den anderen Abteilungen. Ich meine, was hätten wir für Programmierer selber? Übersicht. Gut, wir haben einige Programmierer, da haben wir 100. Und wir hätten ja Top-Leute. Wenn wir jetzt wirklich sagen, wir nehmen von uns die Leute. Da müssten halt die anderen Abteilungen quasi opfern. Ich glaube, ich baue da lieber ein neues Team auf. Ist ja echt auch oft der Fall, dass da eigene Teams gemacht werden. So, Delfino Online Wrestling. Okay, das geht aktuell. Die Downloads gehen aktuell zurück. Vielleicht machen wir noch ein Update. Sound. Und noch Technik. Ich glaube, lange wird sich das nicht mehr halten. Aber wir haben 90 Millionen bis jetzt damit gemacht. Also man meckern darf man nicht. Gerade nichts mehr zu tun. Das heißt, dann können die schon mal beginnen bei hier bei Bart's More Adventure. Können die schon mal die Bugs entfernen. Siege Kings 2. Da haben wir 2,28 Millionen gemacht bis jetzt. Das heißt, das ist mal ein gutes Publisher-Spiel. Also es gibt da teilweise wirklich gute Angebote, aber manchmal auch welche, die halt nicht zu schaffen sind. Bugs entfernen. Ja, da geht es ja da auch gleich mit dran. Und die könnten, ja, die setzen wir auf den Rambo, damit wir da auch schon mal loslegen. Die Schulung durch. Da würde ich sagen, ich schnapp euch. Wie gut sind die jetzt? 58, ja, deutlich. Haben sie schon mal beste 78, der schlechteste fast 60. Also das hat schon was gebracht. Dann legt's bitte mal los mit den Arbeiten. Machen Sie als erstes den Chipsatz. Und weil es ja quasi eigentlich jetzt unser Prestige-Projekt ist, Koordination abbrechen, Raum koordinieren, würde ich sogar sagen, wir unterstützen das Ganze noch als Chef. Und man sieht auch, das Geld läuft wieder, 33 Millionen, das heißt,
ist. Kostet zwar jetzt einiges an Geld, hat es gekostet. Aber wir machen noch genug Geld mit den Spielen, die wir haben. Und wir kriegen ja bald eine neue. So, dann würde ich sagen, was machen wir hier? Auftragsarbeit. User Interface programmieren, das ist immer gut. Wir könnten ja für unser Publisher-Spiel, wäre eigentlich okay, ein Update zu machen, beziehungsweise World of Fantasy könnte auch ein Update noch brauchen. Machen wir noch einmal ein Gameplay und Technik-Update. Wie läuft es überhaupt World of Fantasy aktuell? Gesamt 228.000 verkauft. Diese Woche 44.000 Abonnenten. Haben wir 56.000 Lagerbestand. Haben wir noch genug? Delfino Box Champions ist jetzt vom Markt genommen worden. 44 Wochen im Verkauf. 3,45 Millionen Einheiten haben wir verkauft. Bei vielen Spielen schafft man die Million nicht einmal. Wir haben einen Umsatz von 134,42 Millionen gemacht und dabei einen Gewinn von 84 Millionen erzielt. So bin ich mehr als zufrieden. Und ich sehe gerade, wir sind bei 31 Minuten. Ja, dann werde ich an der Stelle die Folge beenden. Wer eine jetzt noch aufnehmen. Ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Mad Games Tycoon. Tschüss.